Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Das ist jetzt hier Folge 2, müsste es sein, ja genau. Denn in Folge 1 habe ich mein neues Auto abgeholt, mein Seat Leon KL. Und den baue ich in so einer Videoreihe hier mit euch zusammen so ein bisschen um. Das Auto, das habe ich vor 3 Tagen abgeholt und deswegen ist es ja allerhöchste Zeit, sich mit dem Thema Felgen zu beschäftigen. Denn die Serienfelgen, die können da ja auf keinen Fall draufbleiben in 18 Zoll. Da müssen schon 19 Zoll Felgen her. Und ich bin mit einer Firma in Kontakt gekommen, der Firma Wheelworld, die gesagt hat, Malte, wir haben da vielleicht was für dich, was zu dem Auto passen könnte. Komm doch da gerne mal vorbei. Deswegen hat mich der Thomas, der Geschäftsführer, eingeladen, in den Harz zu kommen, zu ihm an Standort und mal eine kleine Tour durch die Firma zu machen mit euch zusammen. Denn da gibt es nicht nur Felgen, die vielleicht zu meinem Seat passen, sondern auch noch zu ein paar anderen Fahrzeugen. Die haben da wohl eine ganz große Auswahl. Und da fahre ich jetzt mal hin und bin mit dem Thomas verabredet. So, ich bin bei Wheelworld angekommen und habe hier, wie gesagt, einen Termin mit Thomas. Thomas, hallo, grüß dich. Ich möchte dir erstmal danken an der Stelle, dass ihr euch bereit erklärt habt, dass wir das Projekt hier zusammen machen. Ich habe da viel, viel Bock drauf. Auto steht hier schon hinter uns. Aber ich habe gesagt, ich möchte noch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern lieber die Kamera mitnehmen und dass wir irgendwie dann zusammenschauen können. Heute bei dem Termin, welche Felgen da am besten drauf passen und was ihr sonst noch im Angebot habt. Ja, wir haben ja für jeden was. Ja? Für jedes Auto, für jeden Kunden. Ja, haben wir uns gerade schon angeguckt. Bevor wir hier loslegen, einmal, ich drehe mich hier einmal um, dass die Leute das sehen. Ich bin hier angekommen und dachte mir, was ist denn das hier für ein riesengroßes Gelände? Habe ich nämlich so nicht erwartet. Vielleicht, wenn du da irgendwie mal ein paar Eckdaten nennen kannst, so seit wann ihr existiert. Wir sind seit gut 10 Jahren jetzt hier an dem Standort. Die Firma gibt es jetzt schon fast 15 Jahre. Hat ganz klein angefangen aus einer Garage raus und inzwischen beliefern wir jeden Großhändler, Händler, der mit Felgen und Reifen zu tun hat. Also unsere Felgen bekommst du überall, bei jedem Retailer, in jedem Reifen- und Felgenshop kannst du inzwischen unsere Felgen kaufen. Ja, TUTREIF Axion sind unsere beiden Marken, die wir haben. Nur mal kurz so eine Zahl, weil ich weiß nicht, ich bin immer Fan von so Statistiken. Ja. Wie viele Felgen produziert ihr im Jahr? Wie viele sind da so im Umlauf? Wir verkaufen fast 200.000 Felgen im Jahr. Krass, das ist schon ein riesiges Volumen. Dann erklärt das jetzt auch, wieso ihr hier so eine riesengroße Lagerhalle hat. Gerade gesagt, das ist der coolste Besprechungsraum, den ich bisher so gesehen habe in meinem Leben, denn es gibt jede Felge, die Farbkombination dann nochmal ausgenommen, die Wheelworld herstellt. Und ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt einmal kurz durch und schauen uns an, was ihr hier so an Angebot habt. Denn auch hier hinter mir sind noch jede Menge Felgen. Das ist schon eine tolle Auswahl. Hier mal angefangen, die Felge, die wahrscheinlich am wenigsten auf mein Auto passen würde. Du hattest gesagt, da habt ihr eine ganz bestimmte Kundengruppe. Ja, ist auf jeden Fall. Alte Mercedes, ja, das ist eine Hommage an die alte MAN-Felge. Kaufen wir sehr, sehr gut an wirklich Mercedes-Freaks, muss man sagen. Ich habe schon gerade überlegt, so ein 500er SEC, die Felge da drauf, das kommt bestimmt gut. Hier hinten mal was ganz Großes, auch 24 Zoll kann man hier anscheinend machen lassen, oder? Was ja, ist noch ein Prototyp, aber okay. Wir arbeiten. Also vielleicht, wenn da irgendjemand, ich weiß nicht, was fährt man bei 24 Zoll, Mercedes GLS oder sowas? Sowas, ja. Aber hier mal mit TUDRIVE angefangen hier oben, sind das ja die OEM-Alternativen, die ihr anbietet. Die Felge hier als erstes, die WH33, die wird heute auch noch wichtig. Aber das sind ja wahrscheinlich so die klassischen Audi-Fahrer, die diese Felge nehmen, ne? Ja, also das ist ja ganz erstaunlich. Wir schauen dann schon immer, dass eine Felge natürlich ganz besonders zu einer bestimmten Marke passt. Mhm. Die Felge ist jetzt auf Audi abgestimmt, deshalb gibt es sie auch mit dieser Big Cap hier, ne, die dann die Schrauben verdeckt. Aber wir verkaufen die auf allen Fahrzeugen. Ja, wir haben auch ein super Fotoshooting gemacht mit einer E-Klasse, wo die Felge drauf ist. Also es ist wirklich ganz erstaunlich, dass dann, obwohl das dann so in eine gewisse Markenrichtung schon geht, so vom Design her, wo man sagt, da passt das gut dazu, sind unsere Felgen immer so gemacht, dass die auf fast alles passt. Ich wollte gerade sagen, also gerade dadurch, dass Geschmäcker ja so verschieden sind, gibt es bestimmt einen, der sagt so, boah, die Audi-Felge, die passt eigentlich viel besser auf meinen BMW oder irgendwie sowas. Da werden wir nachher noch dazu kommen, dass eine Audi-Felge nämlich bei Seat gar nicht mal so schlecht passt. Was ist bei euch der absolute Verkaufsschlager? Also Verkaufsschlager ist die, genau, ja, ne? WH34, super, weil wir die auch wirklich für jeden Fahrzeugtyp anbieten und von 17 bis 21 Zoll alle Größen. Und dann noch nicht an die Wand geschafft, weil zu neu ist die WH37 hier unten. Die geht im Moment wahnsinnig ab. Also das Rad ist unheimlich gefragt. Gibt es im Moment in 18, 19 Zoll, 20 Zoll zum Winter dann. Auch sehr, sehr gefragt und auch mit einer hohen Anwendungsbreite und auch mit einer Traglast, das ist halt auch auf dem Hybridfahrzeug oder Elektrofahrzeug. Ja, und jetzt sind wir hier in der Axion-Ecke, das fängt dann hier so an, Richtung Tuning, ja, mit der AX10,
X1. Es sei denn, du möchtest mir hier noch irgendwas zeigen, weil ich bin jetzt schon wieder gespannt hier. Wir gehen jetzt mal runter, wir gehen mal ins Lager und ja, dann fahren wir dein Auto mal rein und dann gucken wir mal, halten wir mal dran, was da passen wird. Ja, du hast hier bestimmt richtig viel Auslauf, ne? Wenn wir morgens reinkommen, da rennt er hier 8-mal hin und her, weil der diesen rutschigen Boden so lustig findet. Das ist ja riesig. Wie viele Felgen könnt ihr hier theoretisch lagern? Wie viel passen hier rein? Ne, wie viele Felgen kriegen wir hier rein? 50, 55.000, je nachdem, wie wir sie packen. 50.000 Felgen? Ja. Ah ja. Hast du die nicht? Doch, ich habe auch so eine Halle. Da stehen Autos drin, genau. Dann holen wir erstmal mein Auto hier rein und dann halten wir mal die Felgen dran. So machen wir es. Die erste Felge ist hier die, wo ich vorhin schon angesprochen habe, einer meiner Favoriten, die WH33 in hell, in 19 Zoll. Wenn man sich das jetzt hier mal so denkt mit der Höhe, das ist schon sehr, sehr cool. Gerade weil man natürlich gut was an Zwischenräumen hat in der Felge, einfach weil die Stege eben sehr, sehr dünn sind und das wirkt schon immer sehr, sehr hochwertig. Definitiv einer meiner Favoriten. Wir gucken mal weiter. Nächste, eine Felge. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin nicht so Fan von dem Polierten vorne. Ich bin eher Fan von komplett schwarz oder komplett hell. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was da euer Favorit ist, wie ihr die findet. Die 33er vorne poliert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die etwas zu doll BMW ist. Okay, ich muss sagen, es ist jetzt auch tatsächlich besser, als ich gerade erwartet hätte. Deshalb sage ich dir, weil ich gesagt habe, wir machen die passend für alles. Viele Leute wissen ja gar nicht, ob das jetzt mal eher Richtung BMW geht oder Richtung Audi. Ist einfach ein schönes Rad. Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen voreingenommen. Ja, das ist schon toll. Thomas, was sagst denn du wegen Farbe? Ja, passt doch. Ich glaube trotzdem, dass du irgendwas mit Spaß nehmen musst. Thomas kommt jetzt mit seinem wahrscheinlich All-Time-Favorite. Ich darf vorher noch nicht gucken, weil er ist der Meinung, das wird mich jetzt komplett umhauen. Guck nicht hin. So, darf ich jetzt gucken? Ja, ich glaube, die Suche kommt zu einem Ende. Boah, sieht Bombe aus. Boah, das ist toll. Mördermäßig. Es war mir irgendwie schon klar, dass das mein Favorit wird. Thomas und ich sind uns einig geworden. Mein Favorit ist definitiv die 37er Felge. Dann hat Thomas mir die 29er Felge gezeigt und ich muss sagen, die hat mich ziemlich überrascht und fand ich genauso geil. Und da hat Thomas dann einfach gesagt, wieso nimmst du nicht zwei? Ich danke dir vielmals. Ja, bitte gerne. Ja, einmal Sommer, einmal Winter. Wir machen davon richtig geile Aufnahmen. Ich bin absolut happy und fahre jetzt mit einem Satz Felgen nach Hause. Vielen, vielen Dank dir. War sehr cool, hier zu sein. Ich bin mir sicher, wir kommen nochmal wieder und schauen uns nochmal um, wenn du was Neues hast. Das, was ihr als nächstes seht, ist, dass wir uns um die Höhe kümmern dieses Autos. Denn das hier, da müssen wir dann nochmal ran. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. So, dass die Felge dann vielleicht auch vernünftig im Radkasten steht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.